Hallo, ich sitze hier heute mit Lear Keith. Hi Lear, how are you? Lia, wie geht's dir? I'm good. Thank you, Alexander. Thanks for doing this with me. Mir geht's wunderbar, Alexander. Danke, dass du diese Show mit mir machst. It's my pleasure actually. I'm very happy. Ich habe das Buch von Lear gelesen und zwar dieses hier. Hat diesen lustigen Titel auf Deutsch. Und dieses Buch hat mir die Augen geöffnet und hat mich auch dazu gebracht, Sie jetzt einzuladen, mit uns einen Abend zu verbringen. So we're going to have this show together. And what are the core topics we're going to discuss? Was sind denn jetzt heute die Hauptthemen, um die wir uns kümmern werden? We are going to discuss the health problems that develop when people take up a vegetarian or a vegan diet, because the damage you can do to your health can be very extreme on this diet. Wir werden heute darüber reden, welche Schäden sich Menschen zuführen können, die beginnen, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Denn die Schäden, die sie sich damit zufügen können, sind wirklich, wirklich extrem. And I know because I did it for 20 years and I destroyed my body. And Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe genau das für 20 Jahre lang gemacht und ich habe meinen Körper zerstört. there's no repairing some of what I did. And there's a whole generation of us out here now who tried this long term. Für einige der Schäden, die mein Körper erlitten hat, gibt es keine Möglichkeit, sie zu beheben. Sie sind irreparabel. Und inzwischen ist eine ganze Generation da draußen, die über lange Zeit hinweg sich auf diese Art und Weise, das heißt vegetarisch oder vegan, ernährt hat. And we ended up really damaged. And I'm very concerned for all the other young, idealistic, teenagers and young people who think they're doing the right thing by taking up this diet, when in fact they're only going to damage themselves for no real purpose. Wir haben heute echte Schäden. Wir stehen mit tiefen, tiefen Schäden, körperlichen Schäden da. Und ich mache mir einfach verdammte Sorgen um all die Teenager, die jungen, idealistischen Leute, die daran glauben, das Richtige zu tun, wenn sie auf diese Art von Ernährung umstellen. In Wirklichkeit aber zerstören sie nur sich selbst und das ohne jeden triftigen Grund. The other thing that we're told about a vegan diet is that it's the best diet for the planet, ecologically. Was man uns ja auch noch erzählt hat, ist, dass die vegane Ernährungsweise auch ökologisch die allerbeste wäre für den ganzen Planeten. And it's the best diet morally. So, this idea that we can support our own lives in a peaceful way that doesn't involve death or suffering. All of that turned out not to be true. Und man hat uns auch gesagt, dass wir moralisch auf der richtigen Seite sind, wenn wir uns auf diese Art und Weise ernähren. Wir können unser Leben verbessern auf eine friedvolle Art und Weise mit dieser Art von Ernährung. Das hat man uns erzählt. Man hat uns gesagt, Tod und Leiden, das alles können wir durch diese Art der Ernährung vermeiden. All das, so hat es sich jetzt für mich herausgestellt, ist einfach nicht wahr. I believed it very strongly myself. And it was really hard when my health collapsed so catastrophically, I had to re-examine everything I thought I knew. Ich habe wirklich, wirklich stark an diese Philosophie der veganen Ernährung geglaubt. Und es war wirklich hart für mich, als mein ganzer Körper schließlich so zusammenbrach, meine gesamte Gesundheit so zur Hölle war, dass ich all die Dinge, die ich zu wissen glaubte, erneut hinterfragen musste. About health, about the planet, about the animals, about all the reasons that I thought I was doing this. And I had to come to some very different conclusions. Alles, was ich zu wissen glaubte zum Thema Tiere, zum Thema Ernährung, zum Thema Ökologie und die Erde, all diese Gründe, für die ich dachte, dass ich das alles auf mich nehmen würde, für die ich das alles tun würde, und es stellte sich heraus, ich kam zu ganz, ganz anderen Schlussfolgerungen. After many years of living with moral ambiguity and honestly a lot of moral agony, it's not easy giving up being a vegan when you've done it for that long.
Danach folgten für mich Jahre moralischer Niedergeschlagenheit, tiefster Depression. Denn es ist wirklich, wirklich nicht einfach, von dieser Ernährungsweise wieder runterzukommen, wenn du es über einen derart langen Zeitraum für dich durchgeführt hast, wenn du dich derart lang vegan ernährt hast, so lang an diese Dinge geglaubt hast, ist es wirklich extrem schwer, diese Sichtweise wieder zu ändern. So this is not an easy job for anyone. So I would just like to encourage everyone, if you have any questions about this, if you think you're doing this to feed hungry people, to save animals, to save the planet, there's a lot of information you don't have. Also Leute da draußen, kommt einfach her und stellt eure Fragen. All die Fragen, die ihr habt, wenn ihr glaubt, dass ihr das hier aus ökologischen Gründen tut, wenn ihr glaubt, dass ihr das tut, um den Planeten zu retten, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen, um die Tiere zu retten, dann gibt es da eine ganze, ganze Menge Informationen da draußen, das muss ich euch wissen lassen, die ihr einfach nicht habt. And given more information, you may make a different decision. And it's hard to find that information if you are surrounded by vegetarians and vegans. It's really hard to reach outside and engage with different facts and different sources. Wenn ich euch jetzt diese Informationen heute Abend zu geben versuche, wird das vielleicht den einen oder anderen von euch dazu bewegen, seine Einstellung zum Thema Veganismus oder Vegetarismus zu überdenken und zu ändern. Und wenn man nämlich umgeben ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, von Vegetariern und Veganern, ist es einfach unglaublich schwer, überhaupt einen Zugang zu diesen anderen Informationen zu bekommen. I know this because that's what happened to me. You know, it's sort of like an echo chamber. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede, denn genau dasselbe ist mir passiert. Man fühlt sich wie in einer Echohalle. You know, there's some very cult-like elements, and you end up holding on very tightly to that identity of being a vegan. Es gibt einfach einige Argumente, die hört man wieder und wieder und wieder und die wirken wie ein Code. Und du hältst sehr, sehr stark an dieser ganzen Ideologie fest. Du musst dich vegan ernähren. And it's not really until your health starts to really degenerate that often people are willing to try to question it. Und die meisten Menschen warten einfach so lange damit, all ihre Glaubenssätze zu hinterfragen und diese Informationen zu hinterfragen, bis ihr Körper gesundheitlich absolut am Ende ist. So I would just really encourage anyone who has questions, who feels in any way defensive about what I'm saying. Also bitte, jeder, der irgendwelche Fragen hat oder der sich durch das, was ich hier heute von mir gebe oder bis jetzt von mir gegeben habe, herausgefordert fühlt. Who's just intellectually curious, perhaps, about all of this, to join us for our webinar, on the subject of veganism. Oder auch einfach nur diejenigen unter euch, die sich intellektuell mit all diesen Fragen auseinandersetzen möchten, die einfach nur sehr neugierig sind. Bitte kommt jetzt hier an Bord und stellt eure Fragen, nehmt teil an diesem Webinar zum Thema vegane Ernährung. Yeah, thank you. That sounds very interesting. And I think it's really important that both people who, as you mentioned, are already vegan and have questions about it, but also people who are eating meat and are considering becoming vegans for whatever other people are telling them, that it might be very important, and especially for their health, to listen to what you have to say. Ja, ich danke dir. Das klingt sehr, sehr, sehr interessant. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, dass sowohl die Personen, die bereits vegan sich ernähren, die bereits vegan leben und einfach nur Fragen zu dem Thema haben, genauso wie die andere Personengruppe, die gerade noch Fleisch isst, aber gerade dabei ist zu überlegen, sich vegan zu ernähren, ihre Ernährung umzustellen, dass all diese Personengruppen, beide Personengruppen hier zu diesem Webinar kommen und teilnehmen. Well, one thing I always try to start with is by saying that the values that underlie the vegetarian ethic are not the problem.
Nun, womit ich immer anfange, das allererste, was ich sage, wenn ich anfange, über dieses Thema zu sprechen, ist, die ethischen Grundsätze, die der veganen Ernährung zugrunde liegen, sind überhaupt nicht das Problem. Die sind völlig in Ordnung. So, you know, our longings for justice, for compassion, for a sustainable world, you know, to care about each other, to care about the planet, to care about other beings. Unser Bedürfnis nach Mitgefühl, nach Frieden, nach einer nachhaltigen Nutzung der Ressourcen der Welt, einem nachhaltigen Umgang mit der Welt, sich umeinander zu kümmern, sich um andere Wesen zu kümmern. All of those are really the ethic that motivates my life. Das sind genau die ethischen Grundsätze, die mich in meinem Leben antreiben und die mich motivieren. And that's always been true. And you don't have to be a vegetarian or a vegan to feel those things. Diese Grundsätze sind allgemeine, immer gültige Wahrheiten. Du musst aber kein Veganer sein, um diese Dinge, diese Werte in dir wahrzunehmen, sie in dir zu spüren. I mean, I think vegans make a very strong case that the best way to embody those values is by eating this diet. Jetzt machen aber gerade Veganer einen sehr starken Punkt daraus, dass sie sagen, um genau diese ethischen Grundsätze zu verwirklichen und in die Welt zu bringen, sollte man sich genau auf diese Art, nämlich auf vegane Art und Weise ernähren. And I decided that wasn't true. Ich habe für mich entschieden, dass das schlicht nicht wahr ist. You know, with all this other information I was able to find, it just turned out, you know, it sort of evaporated, that the truth was a lot more complicated. Durch all die anderen Informationen, zu denen ich jetzt Zugang bekommen habe, durch meine eigene Recherche, bin ich einfach mehr und mehr dahinter gekommen, dass die Wahrheit viel, viel komplizierter ist als die, die man uns immer transportiert hat. So, I don't want people to feel like they have to give up their basic sense of right and wrong or their dreams about this better world that we all want. Es geht also überhaupt nicht darum, dass ich will, dass die Leute glauben, ich muss jetzt all meine moralischen Grundsätze über Bord werfen, all das, was für mich richtig ist, all das, was für mich falsch ist, all das ist völlig in Ordnung. Es geht nicht darum, diese Grundsätze über Bord zu schmeißen. You know, we need to really engage with all the information to come up with perhaps the best way forward for all of us. Wir müssen einfach Zugang finden und uns den Zugang gestatten zu allen Informationen, die da draußen für uns verfügbar sind. Und genau diese Informationen für alle bereitstellen und öffentlich machen. So that's why I want to encourage anyone who has any questions at all, whether you think you already know what I'm going to say, whether you have never heard any of this before, you know, the whole spectrum. Deswegen bitte jeder, der auch nur irgendwelche Fragen rund um das Thema Vegetarismus oder vegane Ernährung hat, all die unter euch, die jetzt glauben, ah, ich weiß jetzt schon, was die Lia mir erzählen wird, und auch all die unter euch, die glauben, sie haben die Antworten auf all die Fragen, das ganze Spektrum, ihr alle. As long as you are curious in any way about, you know, our ethical framework, the direction that our planet is headed. Ihr alle, die ihr glaubt, die Antworten zu haben über den ganzen ideologischen Unterbau der ganzen Sache, über die Art und Weise, in welche Richtung unser Planet gerade gesteuert wird. The kinds of justice we want to see for people, for animals in the earth. I think all of this is really important. Die Gerechtigkeit, die wir alle sehen wollen, für Menschen und für Tiere, für den Umgang mit der Erde, all das ist von immenser Wichtigkeit. And what I'm encouraging people to do is to keep engaging with all of those questions, because the answers are not as simple as we've been told. Wozu ich die Menschen einfach nur ermutigen möchte, ist, sich diese Fragen immer und immer wieder zu stellen und sich immer wieder von allen Seiten anzuschauen. Denn die Antworten auf all diese Fragen sind viel komplizierter, als man es uns erzählt hat. Yeah, I'm sure they aren't, and but they have depth, as far as I was able to discover through reading your book. Ja, diese Antworten sind viel komplizierter, aber sie haben Tiefe. Das ist es, was ich empfunden habe, als ich dein Buch gelesen habe, Lea. I found a lot of depth in it, and also, of course, very useful practical information on
eating and health. Ich habe eine Unmenge Tiefe darin gefunden, genauso wie eine Vielzahl von praktischen Informationen rund um das Thema Gesundheit und Ernährung. And so I'm very happy to have you on this show, and I'm encouraging everyone who has any questions on the vegan or vegetarian diet to join us. See you then. Ich bin also wirklich sehr glücklich und dankbar, dich hier heute an Bord zu haben. Und auch ich ermutige jeden Einzelnen, der irgendwelche Fragen hat rund um das Thema vegane Ernährung, hier einfach mit dabei zu sein. Bis dann. Yeah, I just hope everyone will join us and come and bring your questions and the answers you think you have, and together we can find a way forward. Ja, kommt einfach mit all euren Fragen und mit den Antworten auch, die ihr bis jetzt schon glaubt, zum Thema zu haben. Und zusammen werden wir das Ganze einfach ein gewaltiges Stück nach vorne bringen.